Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal in der Kathedrale der Drachenkommunion stehen geblieben, nachdem wir uns in der letzten Folge die Katakomben von Caelid angeschaut hatten. Und in dieser Folge werden wir mal zu der Höhle mit den Steinschwertschlüsseln in der Nähe der Ruinen des Wegpunkts von Caelid zurückkehren. Aber wir werden mal ganz kurz noch den Ritter hier machen. Ach, da läuft er auch schon. Ich hatte ihn gehört. Mal gucken, ob wir nochmal Glück haben bei ihm. Vielleicht kriegen wir noch die Brustplatte. Ich glaube, das ist das letzte Stück, was uns denn fehlen würde. Stecken wir dem mal das Schwert in den Rücken. Das hat wieder so schön funktioniert. Aber er hat nichts für uns. Schade eigentlich. Nun gut, wir werden sicherlich irgendwann mal hierher zurückkehren. Den Drachen möchte ich jetzt auch erstmal auslassen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Wir werden uns mal abseits der Straße hier entlang bewegen. Da haben wir ja noch ein Stückchen unerforschtes Gebiet. Mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Wir reiten mal in die Richtung und blicken uns einfach um. Ich hatte gesehen, als wir uns hierher begeben haben, im Hintergrund war irgendwo eine Sonnenuhr auf jeden Fall zu sehen. Vielleicht finden wir ja irgendwas nettes. Ach, da unten ist ja noch einer von der Sorte. Nun, den müssen wir jetzt aber nicht unbedingt machen, wenn da nichts liegt. Da ist eine Mikaelias Lilie. Nun gut, dann machen wir den doch ganz kurz mit. Also so viel Zeit muss sein. Obwohl, ich glaube, da brauchen wir nicht mal eine Gunst des Segens. An den schleichen wir uns einfach an. Und wir sind einfach ein bisschen vorsichtig, weil das geht da ziemlich weit runter. Interessant, dass es hier noch einen Sveti gibt. So, der ist erledigt. Aber der hat auch nichts für uns. Schade. Ja, da geht's ziemlich weit runter. Und wir können uns jetzt hier noch die Mikaelias Lilie mitnehmen. So, der hat auch schon erledigt. Hat uns auch noch mal ein paar Runen gegeben. 30.800, also knapp 31.000 Runen haben wir jetzt. Und wir schauen uns mal weiter um, ob wir noch irgendwas entdecken. Ja, da drüben. Wir haben da drüben Sarkophage. Das heißt, wir könnten noch mal ein paar Runen machen. Das ist großartig, also sprich ein paar goldene Runen. Wir blicken mal ganz kurz uns um. Da unten ist Festung Hayes. Sehr hübsch. Ja, ist auf jeden Fall ambientemäßig sehr nett. Das ist ja hübsch. Wir haben hier Gelege von Pinguinen gefunden, so wie es aussieht. Großartig. Ja, dann schauen wir uns da mal kurz um. Da haben wir Wanderadler. Nun, nö. Es könnte sein, dass sie uns nicht mal angreifen. Hier ist nichts. Okay, ich wollte mich bloß vergewissern. Ah, wir sind dennoch mal vorsichtig. Die fühlen sich vielleicht gestört, wenn wir hier die goldenen Runen einsammeln. Das war eine der Stufe 1. Ja, die fühlen sich gestört. Na, dann räumen wir sie mal ab. Das sollte doch kein Problem sein. Nehmen wir uns währenddessen auch hier die Runen mit. Das war auch bloß wieder eine der Stufe 1. Ach, die sind so hübsch langsam hier. Der hat so ja was für uns. Eine Herva? Ne, eine Rova-Frucht. Und der sieht irgendwie trunken aus. Den erlösen wir mal von seinem Schicksal. Und der hatte ein Ruinenfragment für uns. So, da drüben liegt noch was. Da ist noch ein Wanderadler. Oh ja, oder ein Bediensteter. Ich weiß ja nicht, so viele Adler kann ich nun wieder ohne jedem. Was macht der da? Der sieht irgendwie krank aus. Um den sollten wir uns mal kurz kümmern. Oh, der ist erledigt. Oh, was denn jetzt? Ups. Wir haben einen Steingräber-Troll. Oh, der hält aber ein bisschen was aus. Der scheint aber krank zu sein. Der bewegt sich irgendwie ja nicht. Aber er hat ein flammendes Schwert. Ist ja auch mal was Neues. Gut, wir nehmen mal kurz eine Gunst des Segens. Ich denke, der haut jetzt hier gegen die Sarkophage. Ja, er kommt damit nicht allzu gut klar. Das haben wir jetzt hier sehen. Hier werden wir noch was machen. Wir haben jetzt gerade Zeit zu tun. Glaube ich jedenfalls. Gehen wir mal kurz beiseite. Ich würde gerne mal das hier ausprobieren. Flamme gibt mir Kraft. Wir haben die Anrufe nicht umsonst uns eingepackt. So, wir nehmen mal die heilige Klinge nochmal. Wir springen mal auf ihn zu und versuchen ihm mal beizukommen. Mal gucken, ob er auch liegen möchte. Nee, scheinbar nicht. Er soll uns mal nicht treten. Bisschen schlecht hier zwischen den Sarkophagen. Oh, ich dachte, wir sind in sicherer Entfernung. Naja, okay, ein Problem. Flamme gibt mir Kraft, hält noch. Wir werden herausfinden, wie lange es hält. Gerade abgelaufen. Wir versuchen mal an ihn ranzukommen. Ich hätte eigentlich gedacht oder gehofft vielmehr,
dass wir ihn vielleicht zu Fall kriegen. Die an der Kante ist nicht schön, mein Freund. So, da ist er auch erledigt. Der hat jetzt 1600 Runi. 1670. Nur das war da ganz nett. Und wir haben eine Larventräne erhalten. Sehr schön. Kann man Respekt machen. Großartig. Also dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, den zu machen. Allerdings von den Runen her hat sich das bisher nicht gelohnt. Wir haben keine große goldene Rune gefunden. Nein, wir haben jetzt eine Fünfer gefunden. Na, immerhin. Und wir haben die Runen für den Kameraden hier, für den Gräbertroll gekriegt. Und ich glaube, wir sind jetzt fertig. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Runde. Ich sehe nichts mehr. Gut, das war ja nett. War ein bisschen anders als sonst. Einfach nur goldene Runen einsammeln. Wart auf jeden Fall. Hier scheint nur Schluss zu sein. Das ist verdächtig. Und da hinten ist die Sonnenuhr. Ja, die hatte ich, als wir den Ehenort der Gnade entdeckt hatten, im Hintergrund hier sehen, auf dem Video. Ist immer ganz gut, wenn man sich das nochmal anschauen kann. So, wir gehen mal zurück oder gehen mal dahin. Naja, eigentlich sind wir ja auf dem Rückweg zu den Ruinen eines Wegpunkts oder des Wegpunkts von Kaled. Mal gucken, was da drüben für uns liegt. Hier scheint ja ein Schluss zu sein. Bin überrascht. Wir haben wieder mal einen Sternenlichtsplitter gefunden. Ja, nicht verkehrt, die Dinger. Die geben uns nämlich FP zurück, wenn wir sie benutzen. Ja, also wenn uns mal die Tränke aussehen, können wir die benutzen. Haben wir aber bisher noch nie gemacht. Gut, okay. Wir wollen in Richtung Festung Wiel. Und dann werden wir uns mal hier einen Weg suchen, da unten an die Höhle zu kommen. Wir sind hier genau richtig. Staunen, dass hier nicht auf der Ebene los war. Wir werden jetzt aber die Ruinen umgehen und was hier auf der Straße ist auch. Das muss ja jetzt gerade nicht sein. Wir reiten einfach durch. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Aber wir sind ja schnell genug mit Sturm, wenn das sollte eigentlich kein Problem sein. Na, wir haben die Libellen. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und wir reiten jetzt einfach rüber zum Höhleneingang. Ich hoffe, die Miranda-Blume bleibt ruhig. Haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass das ziemlich weh tut, wenn uns ihr Blitzregen da trifft. So, na denn, öffnen wir uns mal die Höhle. So, die beiden Steinschlüssel sind verbraucht. Wir haben keine mehr jetzt. Und jetzt gucken wir uns mal die Höhle hier an. Mal schauen, welche wir hier haben. Wir haben hier die Kerkerhöhle. Kerker wahrscheinlich wegen Festung Gel oben. Vielleicht ein abgetrennter Teil. Und wir haben gleich mal eine Schatztruhe. Das ist verdächtig. Bricht hier wieder der Boden ein? Nee, also unterm Ort der Gnade bricht der Boden garantiert nicht ein. Das hatten wir ja mal auf der Halbinsel der Tränen. Und ich glaube, das ist hier nicht der Fall. So, wir werden mal ganz kurz rasten. Und dann werden wir mal einen Blick in die Truhe werfen. Such mal ein anderes Truhenmodell. Und wir haben gleich mal einen Runenbogen gefunden. Ich glaube, wir gehen wieder. Also wenn die uns hier gleich einen Runenbogen hinlegen, damit wir unsere große Rune aktivieren können. Und wir sehen nicht, ob ich hier sein will. Aber wir werden uns das jetzt hier anschauen. Ah ja, das sieht ja mal anders aus. Was haben wir da? Ach, eine Ratte. Ist ja süß. So, wo ist die große Ratte? Wo ist Mama? Nicht da. Eine kleine Ratte. Okay, uns springt gleich irgendwas von oben an. Ich bin vorsichtig, ihr wisst es. Wir nehmen uns das Sings. Und dann erledigen wir die Ratte. Mal sehen, was passiert. Die verwandelt sich jetzt. Nö. Merkwürdig. Das soll uns in falscher Sicherheit wiegen. So, wir haben zwei Durchgänge, wenn ich das richtig sehe. Wir nehmen mal den da. Ach, hier ist ja keiner. Jut. Dann wird das einfacher, dann haben wir nämlich nur einen. Mal gucken, wo uns das hinführt. So, das Schild halten wir mal vor uns. Hier ist auf jeden Fall dunkel. Und das sieht ja tatsächlich mal anders aus. Bisschen auf jeden Fall. Nee, nicht nur ein bisschen. Da ist eine große Ratte, glaube ich, oder eine kleine. Ja, auf jeden Fall sieht es ein bisschen anders aus als sonst. Hier sitzt auch nichts an der Decke. Ich bin überrascht. Wir nehmen mal die heilige Klinge. Die ist erledigt. War jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Da haben wir eine Kerkertür. Wir sind ja schließlich in der Kerkerhöhle, die wir nicht aufkriegen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da lang.
und uns die von der anderen Seite öffnen, dann ist das vielleicht eine Rundhöhle oder so. Also ein Rundgang vielmehr durch die Höhle. Na, dann schauen wir mal, was hier passiert und was wir hier so entdecken werden. Oh, hier war gerade ein gequälter Schrei zu hören. Oder ein geisterhafter Schrei. Und wir haben eine Sackgasse. Nein, wir haben einen Abgang gefunden. Alles klar. Ich wollte es noch sagen, aber... Nun gut, okay, wir sind unten, wir kommen nicht mehr raus. Dann sind wir vorsichtig mit unseren Ressourcen. Oh je, das klingt ja schlimm. Und wir haben hier brennende Kadaver, okay. Die sitzen aber hinter Kerkertüren fest. Ich nehme nicht an, dass wir die aufkriegen, wie es Janik die aufkriegen möchte. Nee, die explodieren noch nicht, wenn wir näher kommen. Gut, dann schauen wir uns hier weiter um. Mal sehen, was so passiert. Da oben, da haben wir eine Feldstruktur oder eine Mauerstruktur. Da haben wir auch eine verschlossene Tür. Und da ist jemand runtergesprungen. Ach, wir haben einen niederen Soldaten. Aber die sind doch nie alleine. Okay, ich vermute was. Diese Kerkertüren werden irgendwann aufgehen. Dann haben wir diese ganzen brennenden Kadaver auf dem Hals. Okay, wann passiert das? Was müssen wir dafür tun? Naja, wir werden es rausfinden. Ich nehme an, die Tür kriegen wir nicht auf. Nee, nicht von dieser Seite. Wir müssen da oben rüber, da lang. Na, das ist ja sehr interessant. Okay, das ist wirklich mal was anderes. Sehr, sehr schön. Das ist doch mal eine nette Abwechslung. Da haben wir eine Statue bzw. einen Fall von Marika. Hier müssen wir uns auf die nächste Ebene fallen lassen, wo wir nicht wieder runterkommen, hochkommen. Da steht ein niederer Soldat rechts und da ist auch einer. Der schmeißt eine Rauchbombe. Und der andere hat es garantiert mitgekriegt. Natürlich. So, die beiden sind erledigt. Und hier kommen wir ohne durch. Nee, natürlich nicht. Okay, ich bin gespannt, wie wir diese Türen aufkriegen. Weil es sieht hier ganz anders. Vielleicht muss man einen Hebel finden, um alle Kerkertüren zu öffnen oder sowas. Oder den Boss besiegen. Ja, wer weiß, wo hier überhaupt ein Boss ist. Ja, das ist ja mal sehr interessant. Gefällt mir. Ich weiß aber nicht, ob das denn nachher so angenehm wird, wenn man hier durchläuft. Da sind Überreste, da kommen wir nie ran. Okay, wir müssen wahrscheinlich den Kerkerschlüssel finden. Und den Kerkermeister besiegen. Oh ja, mal kicken. Bisher ist das ja sehr geradlinig. Da haben wir niedere Soldaten, zwei Stück. Jener ist ausgeschaltet, der zweite betrauert seinen Kollegen. Nee, guck, der hat uns kurz geguckt. Hier kommt man auch nicht durch. Da ist schon wieder ein Überrest. Also wenn wir eine Möglichkeit finden, diese ganzen Türen aufzukriegen, dann können wir erstmal viel einsammeln gehen. Dann bin ich gespannt, dann bricht hier garantiert die Hölle los. So, schauen wir mal, wo dieser Gang hinführt. Zum Glück springt uns nichts von oben an, obwohl diese niederen Soldaten, die sitzen ja gerne mal an komischen Stellen. Haben wir ja schon oftmals festgestellt. Auf jeden Fall zieht sich die Höhle ja schön. Oh, da ist eine Ratte. Okay, jetzt garantiert auch noch eine große Ratte irgendwo. Das war interessant, dass sie hier einfach vorbeigelaufen ist. Hier passiert gleich was. Oder auch nicht. Da ist eine große Ratte. Dann nehmen wir jetzt mal die heile Klinge und versuchen, die Dänen hier auszuschalten. Kein Problem, die Kleine hat uns ein bisschen gebissen. Wir haben noch einen hinter uns, die ist jedenfalls Schild gehops. Und nicht ganz mit ihrem Schlag erledigt. Schade. Oh, da ist noch eine. Ups. Wo kommen die denn jetzt her? So, wir nehmen jetzt, glaube ich, mal erstmal nichts. Wir haben jetzt ein Schildkrötenhalsfleisch gefunden, zweimal. Nee, wir sollten was für unsere Gesundheit tun. Wir nehmen einfach eine Flasche mit Purpurtränen. So, das sieht schon mal ganz interessant hier aus. Ich sag dir, hier passiert irgendwas. Und für uns jetzt hier erstmal weiter. Was haben wir hier in der Ecke? Nichts. Also das war auffällig. Normalerweise lasse ich soweit ja stehen. Halt, wir haben Bomben. Das sind Gift- oder Explosionsbomben. Das ist nicht so schön. Wir stellen uns mal hier drüben hin. Wir haben ja schon festgestellt, dass man die mit einer Flammenschleuder entschärfen kann. Wenn man trifft, heißt es. Das ist eine Giftbombe. Gut. Das Gift hat sich schneller und weiter ausgedehnt als gedacht.
Nee, das ist die falsche Flamme. Wir brauchen Flamme heile mich. Na, das war ja was. So, auf jeden Fall haben wir wahrscheinlich weniger Schaden genommen, als wenn wir da in alle Bomben reingelaufen wären. Wir haben ein paar entschärft. Wir können auf jeden Fall gemütlich durchlaufen, würde ich behaupten. Dann machen wir das auch. Das hat geklappt. Sehr schön. Aha, hier lauert vor uns was. Da haben wir auf jeden Fall einen niederen Soldaten. So viel schon zu sehen. Jetzt sind wir vorsichtig. Wir nehmen Gunst des Segens. Und dann schleichen wir uns da mal rein. So, also einer steht da. Der ist doch Köder. Da steht auch einer. Der andere hat es natürlich mitgekriegt. Der hat erstmal den Tisch zerstört. Wir haben zwei von denen. Und die Wehen sind schon ausgeschaltet. Na, das war ja kein Problem. Aber genauso habe ich das erwartet. Wir haben eine goldene Rune der Stufe 5 gefunden und eine Rüstung der niederen Soldaten. Nee, eigentlich hätte ich mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist es hier hübsch. Mal ganz anderer Aufbau, ganz andere Models sozusagen. Hier haben wir einen Abgang. Ah, da ist die Tür, das ist die Abkürzung. Die machen wir uns gleich mal auf, bevor wir in die Truhe schauen. Vielleicht wollen wir ja weglaufen. Weil wir müssen auch nach oben noch. So, gucken wir erstmal, was in der Schatztruhe ist. Ein Dunkelschmiedestein der Stufe 5. Sehr schön. Aber wir brauchen einen 6er. Nun gut, können wir uns noch eine zweite legendäre oder einzigartige Waffe aufwerten. Hier oben ist nichts. Das sieht auch nicht wie illusionäre Wände aus. Obwohl das natürlich ohne Möglichkeit wäre. Ja, hau mal gegen, was soll's. Haben wir ja beim letzten Mal auch schon gemacht. In der Katakombe von Galet. Oder in den Katakomben von Galet. Aha. Hier ist ein Hebel. So, damit werden wir jetzt wahrscheinlich alle Kerkertüren öffnen. Erwartungsgemäß. Ist jetzt nicht überraschend, muss ich wirklich sagen. Gut, na sehr hübsch. Haben wir hier keinen Boss? Hm. Naja, wir werden es rausfinden. Wir haben jetzt sicherlich auch neue Wege. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen vorsichtig sein, aber die Kameraden waren ja eigentlich kein Problem. Und offensichtlich bricht auch nicht gleich die Hölle los. Das ist natürlich nett, aber die geben ja nicht viele Runen. So, mal gucken, was so passiert. Ja, ja, das wissen wir. Dass ihr euch in die Luft sprengen wollt. Das ignorieren wir einfach. Aha, hier kommt man wohl wieder hoch. Ich glaube, hier wollen wir noch nicht lang. Das ignorieren wir einfach, dass die hier wieder Selbstmordattentäter spielen. Und wir schauen uns einfach um. Wir haben uns jetzt sicherlich mehr als nur eine Tür geöffnet. So, wehen erstmal nochmal hier runter. Da hinten ist auch ein brennender Kadaver. Ein bisschen schlecht sich hier zu orientieren, muss ich mal sagen. Wo man schon war und wo man nicht war. Aber wir werden das schon hinkriegen. Wir haben eine goldene Rune Stufe 2 gefunden. Na, das ist ja sehr interessant hier. Ich denke, hier kann man eine Menge übersehen. Vielleicht muss man hier zweimal durch. Da haben wir auch noch einen brennenden Kadaver. Na, der soll sich mal in die Luft sprengen, aber nicht uns mit. Naja, zum Glück haben wir eine Gunst des Segens. Die geben wir uns jetzt hier auch direkt mal. Der da vorne kriegt ja nichts mit. Nun gut. Den machen wir mal aufmerksam auf uns. So. Ein potenzieller gefährlicher Gegner weniger. Wir springen mal hier rein. Der hat sich gerade eher in die Luft gesprengt. Schade, dass die nichts zurücklassen. Aber sie haben immer ein paar Runen. Oh, das sieht ja interessant aus. Da sollten wir irgendwas drin werfen. Und wir mal zurück. Das könnte gefährlich werden, wenn die sich alle in die Luft sprengen. Die sind ziemlich flink. Aber nicht flink genug. Wir schalten die lieber aus. Sicher ist sicher. Wir wollen ja hier nicht riskieren. Und in ihre Gefängniszelle wollen wir auch mal ganz kurz blicken. Nicht, dass hier hinten noch irgendwas liegt. Nee. Aber da muss man sich ganz schön viel Zeit nehmen, um hier alle zu erkunden. Und wie gesagt, sehr interessant. Mal was ganz anderes. Wir haben, glaube ich, ein weiteres Katana gefunden. Wakizashi. Ich muss wirklich gestehen, ich habe mich mit japanischen Waffen noch nie ausgekannt. Oder auch mit diesen JRPGs. Oh, wir haben einen Steinschwertschlüssel hier gefunden. Großartig, wir haben wieder einen. Ja, ich glaube, wir haben hier Ruhe. Notfalls machen wir die Tür zu. Wir gucken uns mal ganz kurz die Waffe an, die wir gefunden haben.
Da haben wir es auch schon. Das ist vielleicht ein Dolch sogar. Also sprich ein Parierdolch oder quasi was für die Offen. Auf jeden Fall haben wir einen Dolch gefunden mit Schnellschritt. Hat recht niedrige Attributsanforderungen. 9 Stärke, 13 Geschicklichkeit. Hat ein Gewicht von nur 3 Pfund und löst einen Blutverlust von 38 aus. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Wert. Wir legen uns die Waffe jetzt mal nicht an. Wenn jetzt hier irgendwas passiert, naja, dann ist das ungünstig. Nicht, dass jetzt hier gleich noch so eine Horde von den wandelnden Leichen um die Ecke kommt. Na, was sage ich? Ich glaube, die wissen, dass wir hier sind. So, wir gucken mal ganz kurz. Hier ist nichts. Möchte der sich jetzt in die Luft springen? Möchte der uns umarmen? Ich bin mir nicht sicher. Er möchte auf uns zukommen, aber nicht explodieren. Oder doch? Doch. So, das wäre erledigt. Wir machen das ganz in Ruhe und entspannt. Wir müssen ja hier nicht durchrennen. Uns setzt ja keiner. Wir hauen hier mal drauf. Gehen mal weg. So, ist das doch viel besser. Der Zweite hat sich auch hier sprengt. So, wo sind wir denn jetzt? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich glaube, hier sind wir doch irgendwie reingekommen. Waren wir hier nicht schon mal? Nicht hier waren wir noch nicht. Da hinten ist ein Überrest, wo wir was einsammeln können. Hier liegt was am Boden. Wahrscheinlich tote Gefangene, nicht zu identifizieren. Und wir müssen doch irgendwo auch sicherlich einen Boss haben. Also, steht zu vermuten. Wer weiß, wo der sich versteckt. Auf jeden Fall haben wir hier einen Regenbogenstein gefunden. Und was hat der für uns? Eine goldene Rune Stufe 4. Ja, ein Ort der Gnade wäre jetzt nicht. So, wir haben genug Runen für einen Stufenanstieg. Moment, das da hinten sieht verdächtig aus. Hier ist ein Durchgang. Hier ist aber dunkel. Und hier kann man sich fallen lassen. Oha, hier geht's noch weiter rein. Ich glaube, darunter geht's zum Boss. Aber wir sehen nichts. Doch, da ist was zu sehen. Wenig zu sehen, aber geht. Wir lassen uns mal vorsichtig fallen. Das hat geklappt. Die Kante ist noch nicht abgebrochen. Und da jetzt, glaube ich, weiter. So, gegen die Wand. Dann springen wir auch nicht zu weit. Ich glaube, der Nachbar gleich unten beim Boss. Das sagt jedenfalls mein Bauchgefühl. So, wir springen mal darüber. Und dann haben wir eine hell erleuchtete Höhle. Ja, ich würde sagen, wir sind vorsichtig. Also mein Bauchgefühl sagt mir, wir treten gleich unten dem Bossgegner gegenüber. Das heißt, wir nehmen auch nochmal einen Schluck aus den Himmelstränen und dann lassen wir uns jetzt hier fallen und dann gucken wir mal. Ja, wir haben einen rasenden Duellanten. Wir holen unsere Geisterwölfe. Der kommt auf uns zu, gesagt, mit seiner riesen Streitaxt hier. Mal kicken, was der so aushält. Wir nehmen gleich mal... machen wir mal ein kleines bisschen anders. Wir hetzen uns hier nicht. Wir nehmen mal unser Nachtflammenschwert. Mal gucken, was der magische Angriff bei dem so ausrichtet. Okay, der ist gleich erledigt. Wo ist er denn jetzt? Der liegt, glaube ich, in der Ecke. Der ist kaum zu sehen. Machen wir das nochmal. Großartig. Vollkommen stressfrei hier. Wir haben einen Gegner zu Fall gebracht. Wir haben 6700 Runen für den erhalten. Und eine stinkende Leichenasche. Also haben wir hier stinkende Leichen immer, die da explodieren. Und wir sind auf einer unteren Ebene. Dahin scheint eine Ratte zu sein, oder? Nee, da geht's irgendwie weiter. Aha, wir haben mal wieder so eine Höhle, wo dann noch irgendwie rausgeht. Okay, jetzt schauen wir uns aber erst einmal die Asche an, die wir gerade gefunden haben. Also die stinkende Leichenasche. Wir müssten sie hier wahrscheinlich haben. Da sind sie auch schon, die stinkenden Leichen. Ruft die Geister von 4 stinkenden Leichen. Kostet 40 FP. Und zu der Asche heißt es hier, Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit ruft ihr die Geister von 4 verfaulenden Leichen. Diese Geister erscheinen in einiger Entfernung von dem Rufer. Ihre Bewegungen sind zwar langsam und ungelenk, aber ihr Stöhnen zieht die Aufmerksamkeit eurer Gegner wie magisch an. Der wahre Tod scheint für sie fast unerreichbar. Ja, wenn sie auch noch Geister sind, erst sind sie Leichen und dann sind sie auch noch Geisterleichen. Und hier haben wir weitere niedere Soldaten tot liegen. Die wurden wohl hier in die Grube geworfen zu diesen Duellanten. Der war hier wohl eingesperrt. Und meiner schließlich in der Kerkerhöhle. So, wir sollten uns das hier mal anschauen. Den Teleporter werden wir jetzt mal nicht benutzen. Hier kommt man wohl wieder zurück. Und
Das war ein interessanter Lichtwechsel jetzt hier. Wir bleiben mal vorsichtig, wenn wir mal schon aus den Himmelstränen. Und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Wir sind in Limgrave. Kommen wir wieder zurück? Ja, okay. Wir sind in Limgrave. Und da vorne liegt etwas. Da drüben ist die dritte Kirche von Marika. Ach, das ist ja sehr interessant. Und wir haben Eokai Zierde gefunden. Eine Waffe. Das ist ja sehr interessant. Ich erinnere mich. Ich habe mich damals schon gefragt, da war im Hintergrund was zu sehen. Genau dieser Überrest da drüben. Und ich habe mich immer gefragt, wie man da rankommt. Bin dem aber nie nachgegangen. Ich habe das auch wirklich in den Videos nicht erwähnt. Aber das war zu sehen. Schauen wir uns den Überrest mal an. Drei Glühsteine, sehr hübsch. Man kommt durch diese Hülle hier. Das ist ja sehr interessant. Na, das ist ja ein hübsches Geheimnis. Und das ist auch ein ganz hübscher Ort hier. Also, das ist, wenn man von den Grabsteinen vielleicht mal absieht, die keine Inschrift tragen im Übrigen, ein sehr hübscher Ausflugsort, würde ich sagen. Das ist ein Ausflugstipp. Aber da unten, da haben wir unsere erste große Krabbe gemacht. Da möchte ich jetzt nicht runter. Und wir sollten uns mal das Schwert anschauen, was wir gerade gefunden haben. Ich nehme mal an, das ist ein Schwert. Ja, das ist hier bei den mittleren, normalen, geraden Schwertern eingeordnet. Wir fangen aber mal mit dem Makisasi an. So, das ist ausgerüstet. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Das hatten wir uns ja gerade durchgelesen. Ja, ich würde Parierdolch nennen. Was für die Offhand. Ja, hübsch. Also kleines, kurzes Katana. Und dann schauen wir uns jetzt noch die eben gefundene zweite Waffe an. Eokai Zierde, ein gerades Schwert, verfügt über ein besonderes Talent offensichtlich. Eokais tanzende Klinge hat interessante Attributsanforderungen, 12 Stärke, 18 Geschicklichkeit, 15 Arkanenergie. Ja, rüsten wir die Waffe mal aus. Das Talent können wir jetzt allerdings nicht ausprobieren, aber wir können uns die Waffe wenigstens mal anschauen. Scheint eine Magierwaffe zu sein. Ja, sieht ja ganz nett aus. Sieht so, ja, ich würde beinahe sagen, unserem Nachtflammenschwert oder unserem legendären Schwert der Nacht und der Flamme recht ähnlich. Ja, ganz hübsch. Schöner Fund. Aber für uns wohl nichts. Wir legen wieder unser Schwert der Nacht und der Flamme an. Und ja, dann können wir uns eigentlich auf den Rückweg machen. Wir hatten ja da einen Teleporter, wir müssen jetzt nicht nach Limgrave runter. Ich denke, man könnte sich auch fallen lassen. Obwohl, das sieht ein bisschen hoch aus. Ich sehe ja nicht, ob man hier vielleicht woanders herkommt. Naja, von oben bestimmt nicht. Nun gut, wir gehen mal in die Höhle zurück, hier in die Kerkerhöhle. Und dann nehmen wir den Teleporter, anders kommen wir ja nicht zurück. So, na, das war ja interessant. Mal ein bisschen Licht. Wir werden jetzt mal nicht rasten. Wir werden mal eins machen. Wir werden mal wieder in die Höhle reinlaufen und uns noch mal ein bisschen umgucken. Ich habe so das Gefühl, wir haben uns nicht alle Kerkerzellen angeschaut. Also werfen wir erstmal noch einen Blick in die Runde. Oh, wir haben wohl doch gerastet durch den Teleporter. Nun gut, dann halten wir das kurz. Wir werfen einen kurzen Blick in die Runde. Wenn wir uns fallen lassen müssen, dann kehren wir wieder um. Das muss ja jetzt nicht sein. Obwohl, wir können sicherlich jederzeit ja eine Schnellreise benutzen. Okay, dann ist es ja kein Problem. Dann können wir uns auch weiter umschauen. Da vorne ist nochmal die kleine Ratte. Wir wissen ja jetzt, was hier passiert. Das ist von Vorteil. So, ich glaube, da unten war zu vorhin. Dann können wir mal hier einen Blick werfen. Ah ja, da unten waren wir schon. Dann gehen wir nochmal da lang. Also ich würde jedenfalls sagen, dass wir den Gang unten schon betreten hatten. Und hier müssen wir uns jetzt garantiert irgendwo fallen lassen müssen. Wenn ich mich da jetzt richtig entsinne. Naja, wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Dann entdecken wir heute neu. Aha, das ist die Stelle, wo wir runtergefallen sind. Gut, ich glaube, wir haben alle die gesehen. Was hier noch liegt, liegt hier halt. Wir haben den Boss besiegt, wir haben eine Asche gefunden, wir haben dieses Schwert da draußen auf diesem
Felsvorsprung gefunden. Wir haben einige Runen gemacht. Also ich glaube, wir können ganz zufrieden sein hier mit der Kerkerhöhle. Und das war wirklich mal was anderes. Also das war hübsch. Also das hat mir gefallen. Das war wirklich mal eine kleine Abwechslung zu den üblichen Gifthöhlen und ähnlichem. So, da müssen wir wohl lang. Und dann da drüben, glaube ich, weiter. Ich glaube, das ist der Ausweg hier raus. Ja, da ist der Ort der Gnade. Und den werden wir mal eins machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Ruhen für einen Stufenanstieg. Und den werden wir noch schnell machen. Und dann kommen wir zum Schluss. Und jetzt würde ich sagen, ja, wir hatten ja beim letzten Mal die Beinschützer, der Ritter hier von. Wir müssen noch mal in Kondition investieren. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Machen wir das. Dann sind wir Stufe 80 und haben noch 5666 Runen übrig. Wir haben auch noch einiges an goldenen Runen im Inventar. Aber die heben wir uns mal für eine Höhle auf oder für eine Katakombe. Wenn wir Runen kurz vorm Stufenanstieg haben, naja, ihr wisst, was ich meine, dann nutzen wir die, um den Stufenanstieg zu forcieren. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, ob wir mit der Ausrüstung hinkommen. Ich glaube nicht, wir werden noch einen Stufenanstieg brauchen, um die Beinschützer der verbannten Ritter anzulegen. Ja, das ist leider ein bisschen sehr schwer hier, der Beinschutz. Gut, wir müssen so weitermachen. Also noch einen Stufenanstieg und dann dürften wir die anlegen können. Und ja, wie gesagt, für heute soll es die gewesen sein. Wir haben uns die Kerkerhöhle angeschaut und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Elden Ring weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.